Jule. Jule? Annalie. Wir kennen uns schon? Ja. Hi. Super, hi. Ich weiß, relativ spät, aber das haltet ihr noch aus, oder? 20 Minuten noch mitarbeiten, das wäre super. Ja? Klasse. Das Thema, was ich heute mache, ist Aufschlag, und zwar zweite Aufschläge und Return, Spieleröffnung. Ja? Ich habe mir jetzt einen Slice-Aufschlag rausgesucht, und zwar von rechts nach links, Einstandsseite. Ja? Und den ersten, ihr habt immer zwei Aufschläge, eine retourniert von euch. Den ersten spielt ihr nach außen weg, den ersten Slice-Aufschlag. Und den zweiten Slice-Aufschlag setzt ihr hier in dieses Feld am T, also durch die Mitte. Ja? Die Return-Spielerin, wer will von euch Return spielen? Hat jemand Präferenz Return? Fängst du mal an mit dem Return? Ja, okay. Ist ganz normal. Du stellst dich aber bitte nicht dahin schon in die Ecke, ne, wo der Aufschlag hinkommt, sondern ganz normal deine Return-Position einnehmen. Versuchst den Ball lang durch die Mitte oder ein bisschen cross zu spielen, also eher Richtung cross. Und ihr spielt den Folgeschlag hier in das Ziel, hinten in die freie Ecke. Noch Fragen? Nee, genau, das ist eine gute Frage, das habe ich vergessen, richtig. Du machst bitte nur noch nach deinem Return nochmal so zwei, drei Schritte zurück zur Mitte, lässt den Ball aber durch und passt ein bisschen auf, falls die Bälle dann gegen die Wand gehen und zurückrollen, dass sie da immer, ja? Okay, sehr gut. Dann legen wir los, auf geht's. Wer hat einen guten Slice-Aufschlag von euch? Wer würde das von sich behaupten? Das ist eine Katastrophe. Da habe ich ein bisschen was zu korrigieren vielleicht. Das ist doch ja, gut. Ja. Dann kann ich was sagen. Ja, also den ersten Slice-Aufschlag, wie gesagt, spielst du in Feld Nummer 3, wenn du so zählst, 1, 2, 3, ja, nach außen. Ja. Und spielst dann den Folgeball noch in das Zielfeld da hinten. Ja. Und dann machst du einen zweiten Slice-Aufschlag durch die Mitte. Ja? Okay, auf geht's. Okay, der zweite Aufschlag ist jetzt, ja, ist egal. Gute Aufschläge, okay. Legst ganz schön. Gib ihm noch ein bisschen mehr Slice mit da, ja? Also nicht, das war jetzt relativ zügig, ja? Okay. Schade. Jetzt durch die Mitte, jetzt in Feld Nummer 3, genau. Perfekt, okay. Super, perfekt, super. Was ich dir raten würde, beim Slice-Aufschlag ist einfach mal, um ein bisschen mehr Slice auf reinzubringen, ein bisschen weiter nach rechts zu werfen. Ja? Einfach bei beiden. Ja? Okay. Schöne Länge, war noch gut. Weiter geht's. Ah, schon besser. Okay, macht nichts. Okay, auch bei... Auch bei dir ist es ein bisschen der Ballwurf jetzt gerade gewesen. Ja? Versuche ihn ein bisschen weiter nach vorne zu werfen und auch einen Tick weiter nach rechts einfach. Ja? Probier mal. Sehr schön, jawohl. Schön und weg. Genau, bisschen spät. Versuch nach dem Aufschlag, wenn sie praktisch retourniert, auch ins Blitz zu kommen, okay? Und tief. Hopp. Okay, Jule, ne? Ne, wie war Ihr Name? Jule. Versuch mal beim Return ein bisschen hier, ein bisschen tiefer zu gehen, ja? Und dem Ball entgegen ein bisschen, ja? Mit Splitstep, let's go. Sehr gut, super, perfekt. Schön gespielt. Optimal wäre es, wenn du nicht ganz so weit zurückgehst, sondern nah an der Linie spielst. Okay, versucht dabei die Felder zu treffen. Nochmal, ein bisschen mehr Slice. Macht nichts. Nochmal.
auch noch ein bisschen weit nach vorne werfen. Wir mussten eigentlich nach dem Aufschlag auch hinterhergehen können, ja, nach dem Slice-Aufschlag. Schön. Schöner Return. Super Richtung. Perfekt. Nochmal, zweiten durch die Mitte jetzt. Sehr gut. Okay, wir wechseln mal. Return-Spieler, kommst du zu mir. Machst du ganz kurz die Linien bitte raus. Die Linien, die Markierungslinie und die Bälle natürlich. Sehr gut. Kommst du mit mir rüber, Jule? Leg gerade die Linien hier hin. Wie heißt die mit dem Gelben, kann ich nicht sagen, die mit der dunklen Hose? Charlene. Charlene, kommst du rüber zum Return? So, Charlene, ganz kurz zur Aufgabe, es bleibt dabei. Die spielen den ersten Ball nach außen. Im zweiten Aufschlag durch die Mitte. Jetzt ist aber deren Möglichkeit, nicht nur hier hinzuspielen, sondern auch Gegenfuß in deine Ecke. Und dann wird der Punkt aber jetzt ausgespielt. Ja? Okay? Let's go. So, ihr ganz einfach macht das gleiche wie eben, nur also Aufschlag den ersten nach außen, den zweiten durch die Mitte und danach könnt ihr den Punkt ausspielen. Okay? Also ihr könnt weiterhin in die Ecke spielen, aber jetzt auch Gegenfuß. Okay? Let's go. Super Ball und gleich den Gegenfuß genommen. Super. Jetzt durch die Mitte. Jetzt durch die Mitte. Ja, wir haben immer noch zwei Aufschläge. Egal, ob die drin sind oder draußen. Okay. Immer noch ein bisschen dein Ballwurf. Ne? Werf ihn, egal wenn der schief geht. Probier es einfach mal. Noch ein bisschen weiter nach rechts. Sehr schön. Super. Das war perfekt. Okay, hast gemerkt, da warst du nicht in der Streckung. Ja? Komm noch ein bisschen raus, versuch dich rauszudrücken. Ja? Okay. Die haben zwar alles Slice, ne? Aber noch nicht so richtig. Ja? Merkst du es? Nee, ich meine jetzt den Aufschlag immer noch. Ja? Also du schaffst es immer noch nicht, die Bewegung noch ein bisschen weiter hier rüber zu kriegen. Ja? Bei der Zuschlagbewegung. Ja. Da musst du gucken, noch ein bisschen weiter hier rauskommen. Ja? Weil hier ist es noch ein bisschen zu platt, aber das liegt immer noch am Ballwurf. Probier es nochmal. Perfekt. Okay, gut. Okay. Zweiter Aufschlag durch die Mitte. Zeig mir noch ein bisschen deutlicher den Split Step, ja? Die tiefe Position beim Return. Auf geht's. Okay. Okay, spielt trotzdem den Punkt aus. Und auch nach dem Aufschlag kommt der Splitstep. Ja. Du schlägst auf und dann versuchst du auch danach einen Splitstep zu machen, wenn sie den Ball trifft. Super Aufschlag. Okay, sehr schön. Spielst du eigentlich immer noch den Return mittig cross? Oder spielst du gerade offen den Return? Spielst du offen, ne? Den Return spielst du gerade offen, also Longline oder Cross, egal, also freie Entscheidung, oder spielst du den gerade gewollt Cross mittig? Nee, weil die Vorgabe vorhin bei ihr war, dass man Cross mittig spielt, das habe ich glaube ich dir gar nicht gesagt, kann es sein? Du spielst jetzt ganz frei. Nee, ist aber auch so, das wäre jetzt in die nächste Stufe gewesen, super. Wir wechseln nochmal. Wer war noch nicht beim Return? Du warst noch nicht beim Return, ja. Okay, wechseln nochmal. Kommst du zu mir? Du hast jetzt auch freien Return, ja? Du hast jetzt auch, du kannst jetzt, Entschuldigung? Ja,
Du kannst jetzt auch frei in den Return spielen, wohin du willst, Punkte ausspielen. Die machen zwei Aufschläge, also zwei Punkte spielen gegen dich aus. Wenn die es schaffen, beide gegen dich zu gewinnen, Seitenwechsel. Dann lösen die dich ab auf der Seite. Pass auf den einen Ball noch ein bisschen auf. Okay. Ihr habt jetzt jeweils immer zwei Versuche, also ihr müsst zwei Punkte gegen sie gewinnen. Okay, habt zwei Aufschläge, wohin ihr jetzt aufschlagt. Ob ihr zuerst den Aufschlag Slice nach außen spielt oder Slice durch die Mitte, ist egal. Ihr könnt beide Aufschläge, die wir gerade trainiert haben, wählen. Okay? Und wenn ihr beide Punkte macht, löst ihr sie drüben ab. Hintereinander oder generell? Du musst zwei Punkte hintereinander machen. Ja? Okay, let's go. Zweiter auf. Tu den noch aus, bitte. Okay, hast du einen gemacht, der war sehr schön. Schöner Schnitt bei dir. Check. Okay. Okay, gut. Mach nochmal einen bitte. Ich möchte gerade noch was sehen. Der war besser. Dem hast du ein bisschen mehr aus den Beinen gemacht als bei den davor. Dann ist schön rausgekommen. Sehr gut. Okay, super. Zweiter. Jetzt kannst du wieder wählen. Du kannst nochmal nach außen auch aufschlagen. Zum Beispiel. Genau so. Perfekt. Und wir wechseln. Super. Sehr, sehr gut. Ja, war knapp weg. Super Ball, sehr schön, perfekt, ganz toll. Auch gut bewegt nach dem Aufschlag, sehr, sehr gut. Perfekt. Versuchen mal den Ball immer noch entgegenzugehen, ein bisschen kürzer von der Ausholbewegung bei der Vorhand, ja? Beim Return jetzt. Auf geht's. Okay, gut. Weiter. Schön, sehr gut. Genau. Sehr guter Ball, super. Nochmal. Versuch einmal kürzer, ein bisschen kürzer noch. Auf. Ja. Okay, schade. Wir haben jetzt für jeden Punkt, den wir ausspielen, zwei Aufschläge. Okay? Zwei Aufschläge. Aber wir bleiben bei Slice. Sorry, jetzt habe ich reingeredet. Okay. Sehr gut. Achtung, Achtung. Okay, erster Punkt, jetzt holen wir. Das ist gut.
Oh, schade. Stark gespielt, okay. Okay, Mädels, vielen Dank. Habt ihr gut gemacht. Super, jetzt habt ihr euren Feierabend verdient.